Seit vergangenem Jahr wird in Friedeburg kräftig gebaut. Unterhalb des Einkaufskomplexes an der Friedeburger Straße ist mächtig was los. Aber was entsteht dort eigentlich? Am vergangenen Donnerstag wurde das Geheimnis nun offiziell gelüftet und Einblick in das Bauprojekt sowie den Baufortschritt gegeben. Gemeinsam mit Gästen und Besuchern feierte die Wohnungsgenossenschaft Freiberg Richtfest für das Bauprojekt Freiberger Garten. Das Wetter stand an diesem großen Tag zwar unter keinem guten Stern, das Bauprojekt hingegen schon. Zahlreiche Interessierte trotzten dem Wetter, um einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Bauvorhabens werfen zu können. Kaum zu glauben, dass erst im vergangenen Jahr der offizielle Startschuss fiel, wenn man sich heute anschaut, was bereits alles entstanden ist. Trotz des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Problemen in der Bau- und Energiebranche konnte das Projekt bislang planmäßig vorangebracht werden. Also der Planungsprozess war ein sehr langer Prozess. Wir mussten schlussendlich auch noch ins B-Plan-Verfahren. Das heißt, wir haben über mehrere Jahre hier Planung und Baurecht erlangt. Schlussendlich war der Baubeginn für Anfang letzten Jahres geplant, gerade zu dieser Zeit, als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und natürlich haben wir uns überlegt, können wir das, können wir die Risiken eingehen? Schlussendlich haben wir es gemacht und bauen jetzt diese 67 schönen Wohnungen. Also das Richtfest hat insbesondere deswegen eine Bedeutung, weil das Haus steht. Sie sehen es ja, das Haus steht, die Erdarbeiten sind erledigt, der Rohbau steht, das Dach ist drauf, das Haus ist zu. Und damit ist ganz viel erstens schon geschafft. Wir sind also einen weiten Weg der Baustrecke schon gegangen. Und viele Unwägbarkeiten sind erledigt. Ja, wir haben keine Probleme mehr am Grund. Das Haus ist gebaut, es ist stabil. Jetzt geht es darum, den Innenausbau zu machen. Und das ist sicherlich kein Klacks, aber das ist auf jeden Fall der deutlich risikoarmere Teil. Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg möchte attraktiven und vor allem auch barrierefreien Wohnraum schaffen. Dafür entstehen insgesamt 4 Terrassenhäuser und ein Punkthaus sowie eine Grünanlage mit parkähnlichem Charakter. Dem Zeitgeist entsprechend, natürlich barrierefrei und besonders energieeffizient. Also das Gesamtobjekt kostet mit Erschließung, Grundstück, Bauleistung ca. 20 Millionen Euro. Wir werden 67 Wohnungen bauen von 40 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche. Alle Wohnungen mit Aufzug erreichbar, alle Wohnungen haben einen Balkon. Alle Wohnungen sind barrierearm, haben keine Schwellen und sind für Menschen mit leichten Behinderungen problemlos nutzbar. Und wir hoffen damit, für alle was anbieten zu können, die sich neu orientieren wollen. 5 Häuser, 67 Wohnungen und Ausgaben von rund 20 Millionen Euro. Das sind Dimensionen, die wohl zu Recht als Mammutprojekt für Freiberg gelten können. Und auch für die Wohnungsgenossenschaft ein Umfang, den es so bisher nicht gab. Es ist absolut das größte Bauprojekt, was die Genossenschaft bisher gemacht hat und auch in naher Zukunft machen wird. Wir werden weiter neu bauen, wir haben auch noch weitere schöne Ideen, aber das wird alles nicht diese Dimension einnehmen, die wir hier vorfinden. Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, sollen die Gebäude im Zeitraum Juni bis Oktober 2024 schrittweise fertiggestellt werden. 67 Wohnungen warten also ab nächstem Jahr auf ihre Mieter.